Ja, einen wunderschönen guten Abend hier an diesem Fasnachtssamstag. Wir haben, glaube ich, den, ja, hello. Wir haben den richtigen Film, glaube ich, dazu heute hier in unserem Programm. Die Reihe heißt ja Synchron Specials. Das hat natürlich seinen Grund. Wir finden es ganz spannend, wirklich, dass wir uns mal ausgiebiger mit dem Thema Synchronisation im Film beschäftigen können. Das ist ja wirklich etwas, was Deutschland eine Sonderstellung im internationalen Kino gibt. Denn hier wird jeder Film untertitelt und das auch schon untertitelt, ja, das wäre schön. Nee, synchronisiert. Und Nils Daniel Peiler ist ein Experte dafür. Er arbeitet auch in unserem Haus, ist auch beteiligt an der kommenden Sonderausstellung, die sich mit Stanley Kubricks 2001 beschäftigt, die ab Ende März startet. Kann ich Ihnen sehr ans Herz legen. Wird eine tolle Ausstellung zum 50. Jubiläum. Aber jetzt, wie gesagt, Synchronisationen heute. Willkommen bei den Stiehs, ein Film, bei dem ich vorher dachte, der ist unübersetzbar. Ich bin sehr gespannt, was Nils dazu zu sagen hat. Denn das, was dann als deutsche Fassung rausgekommen ist, ist ja irgendwie ein eigenes Kunstwerk geworden. Christoph Maria Herbst hat da glaube ich, einen neuen Stil geschaffen. Aber das werden wir jetzt gleich mal weiter erfahren. Ich bin sehr gespannt darauf. Wünsche viel Spaß dabei und einen organisatorischen Hinweis noch vorneweg. Sie müssten dann, wenn die Einführung zu Ende ist, noch mal kurz raus, können Ihre Sachen liegen lassen. Wir müssen nur dann den generellen Einlass noch machen für den Film und sonst wird es ein bisschen schwierig mit den Karten. Aber ich denke, das wird unserem Vergnügen keinen Abbruch tun. Begrüßen Sie Nils Daniel Peiler. Ja, bonsoir et bienvenue. Herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums. Ich freue mich, dass auch trotz Fasching einige hierher gekommen sind an diesem nunmehr schon dritten Termin im Rahmen der Synchron-Specials. Vielen Dank für die nette Vorstellung und Begrüßung, Urs Spörri, und mein Dank auch nochmal an die Kinoabteilung des Deutschen Filmmuseums, insbesondere Natascha Gikas und Andreas Beilharz, die diese Reihe mit möglich gemacht haben. Ohne Unterstützer wäre so ein Projekt nicht möglich und deshalb an der Stelle auch nochmal mein ganz großer Dank an den BDÜ Hessen und an die weitere Unterstützung des Kulturamts der Stadt Frankfurt, die diese Reihe mittragen. Ja, wir haben ja letzten Monat schon angefangen mit Citizen Kane und einem Überblicksvortrag. Nur mal schön die Fassung bewahren. Und Sie wissen jetzt mittlerweile schon, das ist immer hier am zweiten Samstag eines Monats, sei es Fasching oder nicht, nachmittags hier Programm, eine besondere Synchronfassung zu zeigen. Nur als kleinen Ausblick noch, was Sie die nächsten Monate noch erwarten wird. Also im März zeigen wir einen Robert Flory-Film, Rogue's Regiment. Stirb langsam ist im April dann an der Reihe, Shining von Kubrick. Passend natürlich auch zur großen Jubiläumsausstellung, die nächsten Monat startet. Und Bringing Up Baby beschließt das Programm dann im Juni. Heute aber willkommen bei den Stiehs. Und ja, das ist eine Komödie, die sicherlich viele von Ihnen schon kennen. Und ich werde jetzt insbesondere auf die Synchronisation heute eingehen. Und wie Sie das auch gewohnt sind und erwarten dürfen, möchte ich jetzt nicht eine Dreiviertelstunde lang nur hier zu Ihnen sprechen, sondern habe auch wie immer Bild und Clips mitgebracht. Und deshalb gleich zu Beginn auch einen kurzen Ausschnitt, der mal diesen Klamauk rund um die Sprachunterschiede zwischen Norden und Süden in Frankreich ausdrückt. Nämlich jetzt schon mal einen ersten Clip aus der deutschen Synchronfassung, die, ja, wie der Spiegel das 2008 genannt hat, ein groteskes, herrliches Genuschel mit Nord-Süd-Gefälle zeigt. Wir hören da gleich Jochen Schröder für Michel Galabru und Michael Lott für Kat Merath und bekommen schon mal einen ersten Einblick darin, wie das Sti im Deutschen klingen kann. Also soweit schon mal ein erster Einblick. Auf einige sprachliche Eigenheiten werden wir dann im Laufe des Vortrags noch zu sprechen kommen. Ja, Willkommen bei den Stiehs war ja 2008 ein ganz großer Überraschungserfolg. Mehr als 20 Millionen Zuschauer, der nach verkauften Kinokarten erfolgreichste französische Nachkriegsfilm aller Zeiten. Also selbst Gérard Oury's Die große Sause, La Grande Vadrouille aus dem Jahr 1966 mit Louis de Funès, mit seinen 17 Millionen Zuschauern hat er noch hinter sich gelassen. Und er wäre beinahe auch an die magische Marke von 20,7 Millionen Zuschauern von James Camerons Titanic aus dem Jahr 1997 herangereicht. Aber es blieb dann eben doch bei ein paar
Zuschauern weniger, aber 20 Millionen ist natürlich ein großes Ergebnis. In Deutschland waren 2,3 Millionen Zuschauer tatsächlich hier im Kino, um Willkommen bei den Sties zu sehen, wobei eben diese hohe Zuschauerzahl ganz gewiss auch für eine französische Komödie auf die sehr gute deutsche Synchronfassung zurückzuführen ist. Ja, damals wurde der Film auch in der deutschen Filmkritik breit besprochen. Ich habe Ihnen da einige Pressestimmen mitgebracht. Ein regelrechtes Phänomen Stie hat damals Pascal Hugues in der Zeit ausgemacht, in der Ausgabe 45 2008. Und ich zitiere daraus: Die ausverkauften Säle, die Staus auf den Parkplätzen vor den Multiplex-Kinos, Nord-Pas-de-Calais als beliebtes neues Reiseziel, die Stimanie, die ganz Frankreich erfasst hat, entzieht sich jeder rationalen Erklärung. Am Wochenende pilgern die Pariser nach Berg, dessen Postamt jetzt ebenso berühmt ist wie die Gendarmerie von Saint-Tropez. Schon dreimal wurde das Ortsschild gestohlen. Und neben den Ausflügen zu Stadtmauer und Glockenturm bietet das Touristenbüro jetzt auch einen Stierundgang an, bei dem man die Dreharbeiten nacherleben kann. Soweit also Pascal Hugues in der Zeit. Doch woher stammte eigentlich dieser Erfolg? Ursula Reuter hat sich damals Gedanken gemacht und auf die Charakteristika der Geschichte und der Art der Darstellung hingewiesen. Ich zitiere sie kurz. Eine Art kollektiver Nostalgie für das provinziell einfache Leben von gestern hat es den Zuschauern wohl angetan. Die Figuren sind leicht überzeichnet und enthalten dennoch oder gerade deshalb viele Identifikationselemente für den Zuschauer. Doch dieser Film Willkommen bei den Sties, der arbeitet eben auch mit ganz vielen Übertreibungen und mit Klischees. Das hat auch Kritik auf den Plan gerufen, insbesondere an dem dargestellten Frankreich-Bild. Und dazu noch einmal Pascal Hugues aus der Zeit, Zitat. Willkommen bei den Sties zeigt ein ewiges Frankreich, das im Schatten des Glockenturms zwischen Maroilles, der nördlichen Version des Camembert, und Bier lebt. Ein Frankreich mit Blümchentapete im Schlafzimmer, geschützt vor Globalisierung und Krise, zusammengekuschelt im traulichen Universum eines Postamtes, dessen 5 Angestellte gute Kumpel sind, die abends gemeinsam ausgehen und schon am späten Vormittag angesäuselt sind. Ein Retro-Frankreich, das sich seit den 50er Jahren nicht mehr bewegt hat. In diesem Kinoberg hat McDonald's die Frittenbude noch nicht verdrängt, der Hotdog die Frikadelle noch nicht aus dem Feld geschlagen. In keiner Einstellung des Films sieht man einen Computer, einen Fernseher oder ein Handy. Und wenn der Briefträger sturzbetrunken ist, stehen die Leute auf der Post geduldig Schlange. Die Idylle hat etwas Beunruhigendes, durch und durch Künstliches. Ich springe jetzt kurz in dem Artikel. Dazu passt das völlige Fehlen von Bürgern ausländischer Herkunft. 106 Minuten lang wandert nicht ein einziger arabischstämmiger Mensch über die Leinwand. Doppelt absurd bedenkt man, dass die beiden Hauptdarsteller Danny Boone und Kat Merritt, die hier prototypische Durchschnittsfranzosen verkörpern, beide einen Migrationshintergrund haben. Ich springe nochmal. Schon mit Amélie und die Kinder des Monsieur Mathieu gab sich das französische Kino sentimentalen Flashbacks hin. Alle diese Filme huldigen dem Land der anständigen kleinen Leute und der echten Werte. Ob die Sties wohl auch die deutschen Kinos füllen werden? Zweifellos entspricht Amélies Montmartre Frankreich mit seiner Mischung aus Akkordeon, Sacré-Cœur und rehäugigen Brünetten den deutschen Klischeevorstellungen eher als Nordfrankreichs schlichte und wenig erotische Biertrinker, befand damals Pascal Hugues. Diese Romantisierung, die hat natürlich auch filmgeschichtliche Tradition und insbesondere, wenn wir zurückdenken an das Motiv des fahrradfahrenden Briefträgers in der Provinz, der zudem zu viel Alkohol zu sich nimmt, was böse Folgen nach sich zieht. Das erinnert uns natürlich filmgeschichtlich an einen weiteren der großen französischen Filmkomiker Jacques Tati und an seine Kunstfigur des Briefträgers François, die er erstmals in seinem Kurzfilm Die Schule der Briefträger, L'École des Facteurs, 1947 vorstellte und die durch Tatis Schützenfest, Jour de Fête, 2 Jahre später, 1949, besonders populär wurde. So populär tatsächlich, dass Jacques Tati 20 Jahre später in seinem Kurzfilm Abendschule, Cours du Soir, 1967 mit Kollegen abermals in die Rolle des radfahrenden Briefträgers schlüpfte. Wie hat man dieses traditionelle, dieses ewige Frankreich nun eingedeutscht? Danny Boons Film wurde noch im selben Jahr 2008 von der Berliner Synchron AG Wenzel Lüdecke für den deutschsprachigen Markt bearbeitet. Die Synchronübersetzung hat damals Tanja Frank übernommen und das Synchrondrehbuch und die Synchronregie Dr. Beate Klöckner.
Und dieses Doppel, Frau Frank und Frau Klöckner, die haben sich erstmal damit auseinandergesetzt, was ist denn überhaupt das STI? Also Tanja Frank hat für Beate Klöckner eine kleine Uni-Arbeit von 5 Seiten geschrieben, in der dann drin stand, was das STI ist, womit es verwandt ist. Es handelt sich ja da um eine Variante des Picard-Dialektes, der auch in Teilen Belgiens gesprochen wird. Ich werde noch näher darauf eingehen. Und bei denen aus dem Süden gelten die Leute als rückständig und die Wörter klingen dann eben auch so. Das befand Tanja Frank damals. Beate Klöckner ist übrigens eine Arthouse-Spezialistin. Also sie hat schon für diverse deutsche Kassenerfolge die deutschen Synchronregien übernommen. Unter anderem bei Der mit dem Wolf tanzt oder Die fabelhafte Welt der Amelie, Adams Äpfel oder auch Schmetterling und Taucherglocke. Das sind alles Filme, die sie bearbeitet hat. Und Beate Klöckner, die Synchronregisseurin, hat im Interview mit Matthias Heine für Die Welt vom 20. Oktober 2008 einmal darüber gesprochen, dass ihre deutsche Synchronfassung viel konsequenter ist als das Original. Daraus möchte ich zitieren. Ich verdrehe natürlich wie im STI die Buchstaben S und SCH, S und Sch, aber viel konsequenter als im Original. Die haben das nämlich manchmal vergessen. Sie haben nicht damit gerechnet, dass der Film so ein Erfolg wird, sonst hätten sie vielleicht sorgfältiger gesprochen. Im Original sagt Danny Boon ganz oft korrekt Post statt Post. Wo ist da das STI? So etwas muss ich im Deutschen vermeiden, sonst heißt es, jetzt hat die Klöckner das STI vergessen. Ich springe kurz in dem Zitat. Aber wenn sie den Dialekt zu konsequent durchgezogen hätten, dann hätte der Film vielleicht 8000 Zuschauer nur in Nordfrankreich gehabt. Das ist wie bei deutschen Filmen, die in Bayern spielen. Da tut auch nur immer einer so, dass Norddeutsche denken, es wäre bayerisch. Und so eine Sprache musste ich nun ganz neu erfinden. Ich möchte ja auch, dass die Zuschauer noch was kapieren. Wenn die sich nur noch aufs Verstehen konzentrieren, ist es nicht witzig, befand Beate Klöckner. Generell kann man sagen, dass bei Synchronarbeiten sehr selten deutsche Akzente oder auch deutsche Dialekte eingesetzt werden, um dadurch fremdsprachliche Dialekte oder fremdsprachliche Akzente abzubilden. Also ein populäres Gegenbeispiel natürlich in der Filmsynchrongeschichte ist My Fair Lady, die deutsche Fassung, wo wir dann auf einmal das Berlinerisch hören, wobei das keine Invention der deutschen Synchronfassung war, sondern man hat das damals von der deutschen Bühnentheaterfassung dieses Musicals für die Synchronisation übernommen. Aber das ist eher die Ausnahme. Es gab auch solche Fälle natürlich in der Filmsynchrongeschichte, insbesondere bei den eher hippen Synchronregisseuren der Neuen Welle, der Blödel-Synchronfassung und des Schnodderdeutschs der 1970er Jahre, wo man auch mit Akzenten und Dialekten gearbeitet hat, aber es ist die Ausnahme. In der Regel ist es so, und da zitiere ich Kathleen Brons, es widerspricht nicht nur der Logik, sondern auch der Erwartungshaltung des Publikums, einen farbigen Einwanderer in den USA, der gebrochenes Englisch mit diesem meist eigenen Rhythmus und Klang spricht, in der deutschen Fassung durch einen türkischen Muttersprachler zu synchronisieren, der gebrochenes Deutsch spricht, um so beispielsweise den Aspekt der Minderheitenproblematik zu übertragen. Die Sprachproblematik stellt sich für Türken in Deutschland und für Afroamerikaner in den USA völlig anders dar, befindet Kathleen Brons. Und daher ist die überwiegend befolgte Regel beim Übersetzen auch das Wegfallen der Dialekte aus der Ausgangssprache in die Zielsprache. Denn in der Regel wird auf Standarddeutsch synchronisiert. Das ist übrigens nicht nur bei deutschen Synchronfassungen so. Also Sie wissen ja, dass Deutschland da in Gesellschaft ist. In Frankreich, in Italien, in Spanien wird ebenfalls massenhaft synchronisiert. Und es ist zum Beispiel so, dass in Venezuela Filme für ganz Hispanoamerika synchronisiert und untertitelt werden. Und da stellt sich die Frage natürlich genauso für den spanischsprachigen Markt, welche Varietät des Spanischen benutzt man etwa? In Film und Fernsehen herrscht auch dort weitgehend Konsens, dass selbst bei der Übertragung von Dialekten Español Neutro verwendet werden muss, eine ohne Markierung vorgesehene spanische Fassung erzeugt wird. Wenn Sie das näher interessiert, da gibt es eine sehr spannende Arbeit von Maribel Cedeño Rojas, die sich damit eingehender beschäftigt. Im Falle von Willkommen bei den Stis hätte man freilich Bayerisch, Plattdeutsch oder Sächsisch in der Picardie sprechen können, aber dadurch wäre natürlich ein unfranzösischerer Filmstoff entstanden. Und so entschieden sich Tanja Frank und Beate Klöckner dafür, eine eigene Kunstsprache zu erfinden, die die Eigenheiten des Sti im Deutschen nachahmt. Ich stütze mich jetzt bei meinen folgenden Ausführungen auf 2 wirklich hervorragende Einzelstudien aus linguistischer Sicht,
die ich Ihnen auch für eine detailliertere Auseinandersetzung weiterempfehlen kann. Ich kann ja hier im Rahmen so einer Einführung in einer Dreiviertelstunde immer nur Impulse geben und was anstoßen. Und zwar ist das einmal die Arbeit von Ursula Reutner, Kulturspezifik in der Synchronisation zur Kunstsprache in Willkommen bei den Stiés. Und zwar ist das ein Aufsatz, der ist erschienen in der Zeitschrift für französische Sprache und Literatur 2011 im Band 121 im ersten Heft. Kathrin Brons, die ich eben schon kurz zitiert habe, hat ebenfalls einen bemerkenswerten Aufsatz vorgelegt, Dialekt als Synchronisationsproblem am Beispiel des französischen Spielfilms Bienvenue chez les Ch'tis, ist enthalten in dem Sammelband von Panier, Brons, Wisniewski und Weisbach, Filmübersetzung, Probleme bei Synchronisation, Untertitelung und Audiodeskription, 2012 in Frankfurt hier erschienen. Das bringt uns natürlich zu der Frage, was ist Ch'ti überhaupt? Ch'ti bezeichnet sowohl die Sprache als auch deren Sprecher. Ch'ti ist eine von 75 offiziellen Sprachen Frankreichs, die von der UNESCO als vom Aussterben bedroht angesehen wird. Es handelt sich dabei um einen pikardischen Dialekt, der in Nordfrankreich an der Grenze zu Belgien zu lokalisieren ist. Im Département Somme heißt der Dialekt Le Picard, in Pas-de-Calais Le Patois. Im Département Nord spricht man von Le Patois oder von Ch'ti oder Ch'timi und um Valenciennes ist die Bezeichnung Rouchi üblich. Für alle pikardischen Sprachen geht man von einer Sprecherzahl von rund einer 500.000 bis 2 Millionen Franzosen aus. Wenn man sich das jetzt noch näher anschaut, dann kann man feststellen, mit Kathrin Brons, die das in ihrer Studie getan hat, um eine umfassendere Eingrenzung des Ch'ti vorzunehmen, pikardisch, wie die meisten Dialekte, ist eine typische Nähesprache und wird als solche vor allem in der Familie, unter Freunden, Bekannten und Kollegen in der Fabrik gesprochen. Hinzu kommt eine deutliche soziale Markierung. Es ist die Sprache der Fischer, der Arbeiter und der ländlichen Bevölkerung. Ch'ti soll sich übrigens ableiten von «se ti mi», kurz für «c'est toi moi», einem Ausspruch, der im Aufeinandertreffen französischer Soldaten in Nordfrankreich während des Ersten Weltkriegs entstanden sein soll. Und, um es gleich vorweg zu sagen, im Film wird nicht immer korrektes Ch'ti gesprochen. Also Danny Boone mischt und übertreibt, er lässt aus, er spitzt zu und auch bei der so handlungstragenden Sprache wird eben nicht immer korrekt verfahren. Auch die Stadt Berg, in der die Ch'tis im Film wohnen, spiegelt dabei die Sprachwirklichkeit tatsächlich nur bedingt wider, da sie eigentlich im flämischen Sprachgebiet außerhalb der Sprachgrenzen des Ch'ti liegt. Diese Kunstsprache der Synchronfassung, also ein quasi erfundener deutscher Dialekt, folgt der Phonetik des Pikardischen. So werden beispielsweise konsequent vermehrt Zischlaute verwendet, S und Sch vertauscht und auch die Vokalverschiebung von A zu O aus dem Pikardischen übernommen. Beate Klöckner nimmt sich aber auch gewisse Freiheiten, indem sie zum Beispiel an Stellen, die keine besondere Lippensynchronität erfordern, auffüllt, obwohl dort im Original gar nichts zu hören ist. So haben Annabelle, Philippe, Antoine, Fabrice und Jan in der Restaurantszene etwa, in der Philippe seine erste Bestellung auf Ch'ti aufgeben wird, in der deutschen Fassung mehr Redeeinsätze als im Original. Schon im Original sind die Filmfiguren unterschiedlich stark durch ihre Dialekte markiert. Für die Figuren des Südens gilt, hier gibt es Markierungen bei den Nebenfiguren, also Philipps Sohn, Raphael, Julies Onkel, haben wir eben schon gesehen, Michel Galabrus Figur, und dem Verkehrspolizisten auf der Autobahn. Und diese Figuren des Südens, die sprechen im Original mit provenzalischem Akzent. Das ist etwas, was die Synchronfassung nivelliert hat, also da hat man Standarddeutsch draus gemacht. Für die Figuren des Nordens gilt, generell sprechen die Figuren umso stärker Ch'ti, je älter und je männlicher sie sind. Eine Sonderrolle nimmt die Figur von Annabelle ein, die sich von allen Figuren am besten an die jeweilige Kommunikationssituation anpasst und insbesondere anfangs als Übersetzerin für ihren Chef aus dem Süden fungiert. Ursula Reutner hat dazu festgehalten, Zitat, dabei fällt auf, dass im Original auch Nebenrollen wie diejenige des Mopedfahrers oder der Postkundin als typische Einwohner von Berg Dialekt sprechen. In der deutschen Synchronisation äußern sie sich hingegen in Hochdeutsch. Dadurch geht die Illusion verloren, dass in dem Ort tatsächlich alle pikardisch sprechen. Denn gerade die kleinen Rollen im Film machen den Dialekt als Normalsprache der Bewohner glaubhaft. Sie lassen die Umgebung der Hauptdarsteller und dadurch
diese selbst authentisch erscheinen. So geht zum Beispiel beim Darsteller Toni der bäuerlich rückständige Eindruck, den er im Original als bodenständiger Stier aufgrund seines Dialekts hinterlässt, in der deutschen Fassung völlig verloren, wo er akzentfrei spricht. Eine soziolinguistische Basiskonnotation kommt also in der deutschen Fassung nicht zum Tragen, befindet Ursula Reutner. Die deutsche Fassung ist also insgesamt weniger markiert oder weniger stark markiert als das Original. Ihr gelingt es aber dennoch, die Grundmuster der Stiesprache kongenial in eine deutsche Kunstsprache zu übertragen. Und dazu ein erstes Übersetzungsbeispiel. Anhand des sinntragenden Mottos des Films möchte ich kurz einmal diese Vielschichtigkeit der Fragen der Übersetzung andeuten, die sich an so eine komplexe Übertragung anschließen. So versichert Antoine Philippe im Film, im Original, quand il a un étranger qui vient vivre dans Schnorr, il brait deux fois. Quand il arrive et quand il repart. An derselben Stelle heißt es im Deutschen dann in der Synchronisation, ein Fremder im Norden, der winschelt zweimal, wenn er kommt und wenn er fährt. Welche komplexen Übersetzungsfragen sich an so eine kleine Stelle anschließen können, hat Ursula Reutner ausgeführt. Ich zitiere. Weniger gelungen scheint zunächst die Übersetzung von Brer, das im Französischen den Schrei des Esels bezeichnet, im Pikardischen aber ein Normalwort für crier, pleurer ist. Denkbar wäre eine Wiedergabe mit Südostdeutsch Trenzen oder Nordostdeutsch Plinzen. In der Synchronfassung wurde Winscheln gewählt, bei dem das flehende Winseln eines Hundes mitschwingt. Also so ein kurzes Zitat mal von Reutners Auseinandersetzung, um Ihnen aufzuzeigen, was einzelne Verben hier schon auslösen können in der Komplexität dieser Übersetzung. Welche unterschiedlichen Wortspiele in der Originalfassung und der Synchronfassung vorliegen, das möchten wir uns jetzt mal anhand eines kurzen Filmausschnitts anschauen. Philipp ist in Berg angekommen, also das erste Mal im hohen Norden, und möchte es sich in seinem neuen Dienstzimmer bequem machen für die erste Nacht. Und da bemerkt er auf einmal, dass das Zimmer unmöbliert ist, also möchte er Antoine danach fragen, warum das Zimmer leer ist. Da schauen wir jetzt einmal rein in die ersten Filmminuten. Also, wo kommt dieser Wortwitz hierher? Das ganze Missverständnis rührt daher sozusagen in beiden Fällen durch die mangelnden Stiehkenntnisse Philipps natürlich. Und dieser meint, statt der von Antoine intendierten Ausdrücke auf Stieh etwas ganz anderes zu verstehen, wodurch beide eben lange aneinander vorbeireden. Ich habe Ihnen das hier auch mal auf die Folie gepackt. Im Französischen möchte Antoine nämlich ausdrücken, dass sein vorheriger Chef die Möbel mitgenommen habe, weil es die seinigen seien. C'est les siens, das sind die seinigen. Das klingt auf Stier jedoch wie chez les chiens, also bei den Hunden. Aus Französisch ça, das meint Philippe dann auf Stier auf einmal chat, also Katzen zu hören. Und dafür hat man jetzt in der deutschen Synchronisation, eben in diesem Team von Tanja Frank und Beate Klöckner, versucht, ein anderes Wortspiel zu wählen, da eben im Deutschen nur schwer eine Beziehung zwischen Hund und Sein herzustellen wäre. Und so kommt es dann, dass aus dem Bus in der Kunstsprache, in der Synchronisation der Busch und bei Scheinen dann eben für Philipp, der an Geldscheine denkt, anstatt an das Pronomen Seine, eine neue Variante gefunden wird. Mit Ursula Reutner ist festzuhalten, Zitat, nicht immer lassen sich Wortspiele also durch direkte Äquivalente lösen. Und mit Kathleen Bruns möchte man von einer gelungenen Synchronisation der Szene sprechen, denn, Zitat, im Idealfall sollte die Synchronfassung das Zielpublikum in ähnlicher Weise beeindrucken wie der Ursprungsfilm das Ausgangspublikum. So sollte die Synchronfassung einer Komödie auch beim Zielpublikum für Unterhaltung und Erheiterung sorgen, was sich letztlich an einem lachenden oder stillen Kinosaal messen lässt. So hat das Kathleen Bruns formuliert und ihre Reaktionen waren jetzt sozusagen gerade der Test. Ja, Lokalkolorit gibt es auch noch, natürlich durch besondere Ausdrücke in Willkommen bei den Sties, insbesondere zum Beispiel beim Anreden der Figuren, Herr Direktor, Monsieur, Madame, aber auch Namen von kulinarischen Spezialitäten werden beispielsweise übernommen aus der französischen Originalfassung, also Chichon en gratin, bei der Philippe zunächst Chichon en gratin, also gratiniertes Haschisch, zu hören glaubt.
Oder auch die Carbonade, die wird dann im deutschen Dialog für das Publikum noch zusätzlich als eine Art Eintopf mit Bier erklärt. Oder aber auch der Maroilles, der bereits erwähnte nordfranzösische Käse. Bei den kulturspezifischen Realia, also die uns insbesondere im Bereich der Gastronomie, des Brauchtums, der Feste und des Gesangs begegnen, da steckt der Teufel mitunter im Detail. Da wird zum Beispiel aus der Frikadelle im Original, also einer Wurst, die deutsche Frikandelle, und aus dem Kaffeeersatz Chicorée wird in der deutschen Fassung Muckefuck, also auch im Deutschen ein Ersatzkaffee, der aber aus Gerste, Roggen und Malz hergestellt wird und nicht aus Chicorée, welcher in Nordfrankreich eine lange Anbautradition genießt. Aus der Verluche à l'occasionat wird ein Leibchen in der deutschen Fassung, das aber neben der Assoziation zu einem Leibbrot durchaus auch an ein Kleidungsstück denken lässt. Und beim Flohmarkt Braderie de Lille fällt die Ortsbestimmung in der Übertragung weg, genauso auch wie beim Karneval à Dunkerque. Die Synchronisation, die verbreitet auch virtuose Neuschöpfungen, zum Beispiel Chipfel und Chipfeline, Wischnippel, hatten wir eingangs schon gehört, für Waschlappen, Propsch für Kopf oder auch Duda als Anrede. Man beachte insbesondere die Schimpfwörter und ihre Steigerungsformen wie Gottverdaulicher, Schissdreck, Braunkack und dann gibt es noch Blödbommel, gesteigert von Oberblödbommel und so weiter. Es wird eine eigene Szene geben, dem will ich nicht vorweggreifen, in der dann eigens Philippe dazu trainiert wird, die Schimpfwörter auf Sti zu lernen. Ich möchte noch eingehen auf den Soundtrack des Films, denn das ist ganz wichtig auch für eine herausragende Synchronfassung wie die ja mehrfach ausgezeichnete, preisgekrönte deutsche Synchro, die wir gleich sehen und hören werden. Denn es wurde ganz großen Wert darauf gelegt, dass auch die Hintergrundgeräusche zum Beispiel gut abgemischt sind oder auch Stimmen im Hintergrund gut zu verstehen sind. Also achten Sie zum Beispiel auf die Szenen im Postamt, da ist die Hintergrundatmosphäre gut abgebildet, die Hintergrundstimmen und Geräusche der übrigen Kunden und Mitarbeiter, die sind sehr sorgfältig einzeln aufgenommen und gemischt worden. Zum Soundtrack gehören aber natürlich auch die Lieder und zwei Lieder in Willkommen bei den Stis werden ohne Übersetzung, ohne Untertitelung oder Neuaufnahme des Gesangs auf Deutsch 1:1 aus dem Original übernommen. Sie tragen daher auf Französisch auch natürlich zum Lokalkolorit des Films bei und transportieren wichtige Stimmungen. Bei dem einen Lied handelt es sich um Jacques Brels Le Plat Pays, das die Landschaft des Nordens beschreibt und eine melancholische Grundstimmung vermittelt, die sich bei Philippe einstellt, als er sich gen Norden aufmacht. Stimmungstechnisch ganz entgegengesetzt ist Les Corons, das ist der Gesang der Minenarbeiter als inoffizielle Hymne des Nordens und als offizielle Hymne des Fußballvereins RC Lens. Und Ursula Reutner hat dazu bemerkt, Zitat, es weckt Emotionen der Identität und des Heimatgefühls, die allein schon durch die eingespielten Bilder des im Stadion singenden Fußballfans beim deutschen Publikum ankommen. Zitat Ende. Diffiziler verhält sich die Lage mit einem französischen Lied, das für die deutsche Synchronfassung ersetzt wurde. Statt dem in picardischem Dialekt verfassten Wiegenlied Le Petit Quinquin von Alexandre Desrosiers, von dem ein Teil der fünften Strophe und des Refrains gesungen wird, erklingt das ursprünglich bayerisch-österreichische Volkslied Heitschi Bumbaitschi. Von der gefühlsduseligen Kommunikationssituation am heimeligen Küchentisch scheint das Lied sehr gut zu passen. Es ermöglicht den Figuren auch in der deutschen Fassung in Tränen auszubrechen. Aber Ursula Reutner spricht dennoch von einer gewagten Adaption und fragt polarisierend, Zitat, primitive Anbiederung an Bayern oder gekonnte Naturalisierungsstrategie. Jedenfalls gehe hier das Lokalkolorit der Picardie am Kaffeetisch mit Muckefuck zweifelsohne verloren. Heitschi Bumbaitschi ist, wie sicherlich viele von Ihnen wissen, aber nicht nur ein Volkslied, sondern auch ein Lied, das beim deutschsprachigen Zielpublikum insbesondere als Schlager bekannt sein dürfte, zum Beispiel interpretiert von Heintje Hein Simons. Und ich habe natürlich für uns auch hier nochmal einen kleinen Filmclip mitgebracht, um filmhistorische Querbezüge zu ermöglichen, nämlich solche filmhistorischen Querbezüge, die sich nur in der deutschen Synchronfassung einstellen können. Wir sehen also jetzt einen kurzen Ausschnitt aus dem ersten Heintje-Film unter der Regie von Werner Jacobs, Ein Herz geht auf Reisen aus dem Jahr 1969, um uns noch einmal die Ursprünge und die ursprüngliche Popularisierung dieses
Schlagers vor Augen zu führen. Dass die Synchronisation eine Vollsynchronisation ist im vollfänglichen Umfang, dass also auch der Abspann mit synchronisiert wird, zwar nicht die Lieder, aber selbst über die Filmgrenzen hinaus diese Übersetzung zum Tragen kommt, das ist ein weiteres interessantes Phänomen bei dieser Synchronfassung, denn hier wird die Synchronillusion selbst im Abspann aufrechterhalten, also da werden Bloopers gezeigt, also verpatzte Szenen, die ebenfalls nachsynchronisiert werden. Das heißt, die Synchronschauspieler, die mussten solche Szenen, die bereits im Original für nicht brauchbar befunden wurden, aber in den Abspann integriert wurden, noch einmal falsch nachspielen. Also so muss Michael Lott als Philipp etwa dann aus dem Schniedelwedler zuletzt noch einen exotischen Wedelschniedler zaubern. Durch dieses Verfahren wird also selbst im Abspann dann noch die perfekte Synchronillusion bis an die äußersten Ränder des Films ausgedehnt. Denkbar wäre ja auch gewesen, dass man etwa die deutschen Kinozuschauer an dieser Stelle zu guter Letzt einmal mit der Sprache der Originalfassung konfrontiert hätte. Aber das geschieht nicht. Und damit kommen wir natürlich wie immer zur Synchronbesetzung auch des Films des heutigen Abends, die ich Ihnen kurz näher vorstellen möchte. Also wir haben zum einen hier in der oberen Reihe Uta Halland natürlich, die spielt für Lynn Renaud als Antoines Mutter. Es ist ein großes Wiederhören mit Uta Halland. Uta Halland ist leider mittlerweile nicht mehr im Synchrongeschäft, hat aber über 5 Jahrzehnte aktiv synchronisiert und viele von Ihnen kennen sie sicherlich als die deutsche Stammstimme unter anderem von Audrey Hepburn. Hier ein Altersauftritt eben 2008 nochmal für Lynn Renaud. Dann in der Mitte, ich werde gleich noch näher auf ihn eingehen, Urs Spörri hat es eingangs schon erwähnt, natürlich eine Starbesetzung, Christoph Maria Herbst als Schauspieler in der deutschen Fassung für Danny Boone, den Regisseur und Hauptdarsteller, als Antoine. Dann sehen Sie hier in der oberen Reihe rechts Michael Lott, wie gesagt, der dann für den Kadmirat spricht, den Philipp. Außerdem Marius Claren, den sehen Sie hier unten rechts in der unteren Reihe. Das ist die deutsche Stammstimme von Jake Gyllenhaal und Tobey Maguire beispielsweise und Marius Claren spricht für Jérôme Commandeur. Das ist die Rolle des Le Bic, auch eine vertraute Stimme. Außerdem hier unten in der Mitte natürlich Jochen Schröder, den wir eingangs schon gehört hatten, für Michel Galabru, also Julies Großonkel. Und das ist nochmal ein Altersauftritt von Michel Galabru, also den kennen viele von Ihnen sicherlich noch aus den 60er und 70er Jahren aus den Gendarme-Filmen mit Louis de Funès als den Vorgesetzten in der Gendarmerie von Saint-Tropez. Er ist auch immer noch aktiv, Jahrgang 1927 und einer der großen Konstanzen in der deutschen Synchrongeschäfte der letzten Jahrzehnte. Dann hier unten links, auf sie werde ich gleich auch noch näher eingehen, ist Alexandra Wilke zu sehen und sie spricht für Anne-Marie Wien, für die Annabelle. Christoph Maria Herbst ist eine absolute Starbesetzung, ganz klar. Mit ihm wurde auch geworben auf den Filmplakaten. Und es hieß dann als Claim, Christoph Maria Herbst spricht Stie. Interessant ist, dass sich Christoph Maria Herbst und seine Rolle für Danny Boone denselben Jahrgang teilen, sind beide 1966 geboren. Und Herbst kennt man sonst ja eher aus der Synchronisation von Animationsfilmen. Also zum Beispiel als Dr. Zwengelmann in Urmel aus dem Eis 2006 oder Eddie in Urmel voll in Fahrt 2008 oder als Horten, die Titelrolle in Horten hört ein Hu aus demselben Jahr oder als Franz von Hahn in Mullewapp, das große Kinoabenteuer der Freunde ein Jahr später oder noch ein Jahr später 2010 in Konferenz der Tiere, da sprach er den gallischen Hahn Charles. Interessant ist, wie Christoph Maria Herbst selbst diese Synchronarbeiten erfahren hat und daraus einen kurzen Ausschnitt aus dem offiziellen Making-of zum Film. Sie sehen jetzt einen kleinen Einblick auch in die praktischen Synchronarbeiten, wobei bei solchen Making-ofs, die sind mit Vorsicht zu genießen, da wird oft auch etwas nachgestellt, also nicht die eigentliche Synchronsituation gefilmt, sondern es gibt dann spezielle Retakes, die nur für die Kamera gedreht wurden, so auch hier. Also soweit ein kurzer Ausschnitt. Jetzt haben Sie einiges über die Ateliersituation noch gelernt und dass Christoph Maria Herbst zum Beispiel barfuß synchronisiert.
Interessant ist ja, dass diese Paarung Christoph Maria Herbst als Starbesetzung für Danny Boone bislang nur ein einziges Mal zum Tragen kam, nämlich eben 2008 für Willkommen bei den Stiehs. Danny Boone hat ja auch danach noch andere Filme gemacht, ist aber dann immer von Olaf Reichmann synchronisiert worden. Das war die Stammstimmenbesetzung. Unter anderem in den Folgefilmen als Regisseur, also Nichts zu verzollen 2010, Superhypochonder 2014 oder auch Die Supercops, Allzeit verrückt 2016 oder auch wieder dann in anderen Filmen von anderen Regisseurinnen und Regisseuren, also zum Beispiel Lolo, Dreist einer zu viel 2015 für Julie Delpy oder Fred Cavaliers Nichts zu verschenken 2016. Das war immer die Besetzung Olaf Reichmann für Danny Boone. Danny Boone ist übrigens selber geboren als Daniel Amidou, ein Stie, und zwar geboren in der 26.000 Einwohnergemeinde Armentières im Département Nord, gelegen an der belgischen Grenze im Nord-Pas-de-Calais. Das heißt, sein Film ist auch eine autobiografisch inspirierte Geschichte, die er dann ja auch seiner Stiemutter widmet. Auf eine andere Paarung möchte ich auch noch abschließend eingehen, nämlich Anne-Marie Vin. Und zwar, das ist die Rolle der Annabelle Corinac. Und die wird im Deutschen gesprochen von Alexandra Wilke. Und Alexandra Wilke kennen Sie vielleicht, ist eine ganz vielfältige Schauspielerin und Musikerin. Sie hat schon an ganz vielen Theatern gespielt, unter anderem hier in Frankfurt, in Mainz, in Wiesbaden, in Kassel, an anderen großen Häusern. Hat in zahlreichen Fernsehfilmen und Fernsehserien mitgewirkt und ist auch häufig engagierte Hörspiel- und Hörbuchsprecherin. In der Synchronisation sprach sie unter anderem auch für Julie Delpy, Kate Winslet, Charlize Theron. Aber sie ist so vielfältig auch mit ihrer Musik. Sie hat auch schon Hildegard von Bingen vertont. Sie hat ein eigenes Musiklabel, Marisa Musik, für meditative Musik. Aber warum erzähle ich das alles einem großen Publikum? Ist sie insbesondere natürlich durch ihre Stimme bekannt aus Disney-Klassikern, also Animationsfilmen, und da spricht und singt sie auch. Insbesondere war sie zu hören als Schneewittchen in der dritten und bislang letzten Synchronisation von 1994 von Disneys Klassiker Schneewittchen und die sieben Zwerge, als Nala in König der Löwen von 1995 und den Folgeteilen, als Pocahontas in der Titelrolle aus dem Jahr 1995 ebenfalls oder zuletzt als Mama Imelda in Coco, Lebendiger als das Leben aus dem Jahr 2017. Und um Ihnen Ihre Stimme, um Ihnen Alexandra Wilke stimmlich nochmal in Erinnerung zu rufen, noch ein kurzer Ausschnitt aus Disneys Pocahontas aus dem Jahr 1995. Hier aus der deutschen Liedbearbeitung bei Disney hat es ja Tradition, dass die Lieder in der Vollsynchronisation auch deutsch übersetzt werden, neu eingesungen werden. Also hier hören wir jetzt die deutsche Fassung unter der musikalischen Leitung von Andreas Hommelsheim. Die deutschen Liedtexte hat Lutz Riedel damals besorgt und die musikalische Komposition ist von Alan Menken. Im Original heißt das Lied Colors of the Wind und auf Deutsch Das Farbenspiel des Winds. Der Filmausschnitt passt insofern ganz gut zu unserem Thema der Reihe Synchronisation. Er passt aber auch insbesondere zum Sujet des Films des heutigen Abends, da es in Pocahontas ja auch um eine Alteritätserfahrung geht, bei der sich einander fremde Kulturen begegnen. Ich möchte zum Ausblick, zum Abschluss noch kurz auf etwas eingehen, was sich in jüngerer Zeit entwickelt hat. Also Sie haben vielleicht mitbekommen, dass Willkommen bei den Stiehs aktuell eine Fortsetzung erfährt, die nächsten Monat ins Kino kommt. Man kann sich natürlich vorstellen, dieser enorme Erfolg des Films mit über 20 Millionen Kinobesuchern in Frankreich, über 2,3 Millionen Besuchern in Deutschland, der hat schon dazu geführt, dass es natürlich großes Interesse an einer Fortsetzung gab. Erstmal gab es die Pläne für ein US-amerikanisches Remake tatsächlich unter dem Arbeitstitel Welcome to the Sticks. Will Smith hat damals die Rechte gekauft 2008, aber das Vorhaben liegt zurzeit auf Eis nach Unstimmigkeiten zwischen Smith und Danny Boone. Tatsächlich entstand aber im Jahr 2010 bereits ein Remake, und zwar unter der Regie von Luca Miniero, ein italienisches Remake unter dem Titel Willkommen im Süden, Benvenuti al Sud, und das wurde auch für den deutschen Markt synchronisiert. Da ist es so, dass dann eben nicht ein Südfranzose nach Nordfrankreich versetzt wird, sondern ein Mailänder nach Süditalien strafversetzt wird. Der Film bleibt nicht nur so sehr nah an den Motiven der Vorlage, sondern entstand auch in enger Zusammenarbeit mit Danny Boone, der im Film zudem einen
Cameo-Auftritt hat. Luca Miniero hat dann auch zu diesem italienischen Remake 2012 selber eine Fortsetzung vorgelegt, Benvenuti al Nord, und der ist nicht in Deutschland ins Kino gekommen, ist nicht synchronisiert worden. Tatsächlich hat es aber jetzt, 10 Jahre später, ziemlich genau, dazu geführt, dieser große kommerzielle Erfolg, dass nun eine Fortsetzung von Willkommen bei den Stiers gedreht wurde, wieder mit Danny Boon in der Hauptrolle und unter der Regie von Danny Boon. La Petite Famille, also ein schönes Wortspiel im Französischen, und auf Deutsch Die Stiers in Paris, eine Familie auf Abwägen. Und dieser Film, der spielt neuerlich mit den Klischees über die vermeintliche Provinzbevölkerung im Norden. Und es gibt dann neben Danny Boon auch noch ein Wiedersehen mit Lynn Renault als Mutter und mit Guy de Cluse. Selbst Kat Merat, der hat einen kurzen Cameo-Auftritt als er selbst. Allerdings haben sich die Figuren und die Hintergründe ein wenig geändert. Also die Stiers in Paris, eine Familie auf Abwägen, dieser Film siedelt die Geschichte als Satire im Pariser Designermilieu an. Es gibt den Star-Designer Valentin D., gespielt von Danny Boon, und der verschweigt der Pariser High Society seine Stieherkunft aus dem Arbeitermilieu. Er verleugnet zudem seine eigene Stiemutter und gibt sich als Waise aus einer aristokratischen persischen Familie aus. Sie ahnen es schon, das ist zum Scheitern verurteilt, dieser Betrug. Der Film spart nicht mit dem gewohnten Slapstick in bester Louis de Funès-Tradition und der Technikkritik eines Jacques Tati. Er bleibt sich aber hinsichtlich der Quintessenz treu. Verleugne nicht deine Herkunft, denk an deine Ursprünge. Und auch die lokaltypischen kulinarischen Spezialitäten wie Moroal, also dieser spezielle Käse, Frikandellen und Chicorée en gratin und die Carbonade, die finden im neuen Film wieder Erwähnung. Interessant ist, dass La Petite Famille in Frankreich in 2 Kinostarts anläuft, nämlich in Nordfrankreich bereits am 23. Februar und im Rest Frankreichs dann am 28. Februar 2018. Die deutsche Fassung, die kommt ab dem 22. März 2018 in unsere Kinos, und für die deutsche Fassung, die Stiers in Paris, eine Familie auf Abwägen, zeichnet erneut das Erfolgsteam Tanja Frank und Beate Klöckner als Dialogbuchautoren und Synchronregisseuren verantwortlich. Wir dürfen also gespannt sein auf diese Kontinuität. Man hat auch wieder Christoph Maria Herbst für die Synchronarbeiten verpflichten können. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt zum Abschluss der Einführung heute einen exklusiven Trailer sehen können, der mir erst gestern überstellt wurde von dem deutschen Verleih Concord. Mein Dank gilt hier an Esther Jakob, die Dubbing-Supervisorin von Concord Deutschland. Derzeit ist die deutsche Synchronfassung gerade in der Vorbereitung. Nächste Woche ist Christoph Maria Herbst im Synchronstudio und spricht seinen Part ein. Das heißt, wir können jetzt noch nichts Synchronisiertes zeigen. Es gibt auch noch keinen synchronisierten Trailer, aber wir können Ihnen exklusiv einen Originaltrailer mit deutschen Untertiteln zeigen, der in der Untertitelfassung auch diese deutsche Stil-Variante, diese Kunstsprache aufgreift. Das nur als Ausblick. Das schauen wir uns zuletzt an und danach machen wir eine kurze Umbaupause. Bitte verlassen Sie dann noch mal kurz den Saal. Wenn Sie noch kein Ticket für den Film haben, bitte legen Sie sich noch eins zu. Ansonsten sehen wir uns dann gleich zum Filmstart wieder. Ich möchte Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken und danke nochmal Urs Spörri für die nette Einführung und Christian Appelt und Hans-Peter Marbach in der Technik für die Projektion. Bühne frei.